Als Kind ist jeder ein Künstler. Die Schwierigkeit besteht darin, auch als Erwachsener einer zu bleiben. Und genau mit diesem Satz möchte ich euch Mut machen, sich kreativ auszuprobieren, sich auszutoben und seinen eigenen Ideen zu folgen. Wir sind so geleitet von Normvorstellungen, wie etwas zu sein hat, wie es aussehen muss, dass wir manchmal vergessen, dass Kunst ein ganz großer Ort von Freiheit ist. Auch Pablo Picasso, der heute weltberühmt ist und dessen Bilder wirklich für Millionen verkauft werden, der hat klein angefangen. Und er hat angefangen mit Ideen, die manche ganz doof fanden. Rüpelkunst. Aber er hat sich nicht rausbringen lassen. Er hat einfach seine Kunst weitergemacht, die aus seinem Herzen kam. Und genau dazu möchte ich euch ermutigen.